Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Düsseldorfer SPD, liebe Düsseldorferinnen, liebe Düsseldorfer, heute bei wunderschönstem Wetter sind wir im Deutschen Keramikmuseum, im Hettingsmuseum und verleihen heute den Bürgerschaftspreis, den Ehrenamtspreis der Düsseldorfer SPD in 4 Kategorien und in einer Sonderkategorie, nämlich den Jurypreis. Das machen wir jetzt schon seit 15 Jahren und insofern ein kleines unrundes Jubiläum, was wir auch gleichzeitig damit feiern. Wir wollen mit diesem Preis deutlich machen, dass es in unserer Mitte Menschen gibt, die sich in besonderer Art und Weise für das Ehrenamt, für das bürgerschaftliche Engagement auszeichnen. Im wahrsten Sinne des Wortes kann man sagen, in einem Keramikmuseum, die sind der Kitt, die Gesellschaft, aber auch manchmal die Scherben der Gesellschaft zusammenbringt. Und das machen wir symbolisch, indem wir einen Ratschläger, wir tragen ja alle als Düsseldorfer den Ratschläger nicht nur am Revier, sondern auch im Herzen und können ja oftmals auch, so wie Thomas Geisel, gut Ratschlagen. Aber das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass es Lebensfreude gibt, dass es Menschen gibt, die sich engagieren, die etwas zeigen. Und das wollen wir mit diesem Ratschläger machen. Eine Bronzeskulptur von einem Künstler gestaltet, die vergeben wird. Und wir wollen damit den Menschen aufzeigen, schaut her, hier gibt es wichtige Vereine, Initiativen, Personen, Persönlichkeiten, die mit euch gemeinsam das tun, was für die Gesellschaft so wesentlich ist, nämlich tatsächlich sie zusammenhalten. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass wir das jetzt schon zum 15. Mal tun durften. Als Gastrednerin haben wir eingeladen Christina Kampmann, die Ministerin für Familie, Jugend, Kinder, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, meine ehemalige Kollegin aus dem Bundestag. Das wird bestimmt eine sehr schöne Veranstaltung und ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen im Publikum und bei den Ausgezeichneten. Ich bin Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Sport und Kultur und ich bin auch für das Ehrenamt zuständig. Und ich bin sehr, sehr froh, für das Ehrenamt zuständig zu sein, weil es das zentrale Thema ist, weil es Menschen bewegt, weil sich dort Menschen engagieren, die für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft stehen. Und aus diesem Grund begrüße ich auch sehr die Veranstaltung der SPD Düsseldorf, die diesen Menschen eine Bühne gibt, die das Ehrenamt damit wertschätzt und die vor allem die verdienten Preisträgerinnen und Preisträger heute ausgezeichnet hat. Das ist eine ganz großartige Veranstaltung, die ich als zuständige Ministerin nur begrüßen kann. Also ich finde es großartig, dass die SPD Düsseldorf hier die Initiative ergriffen hat, diesen Ehrenamtspreis auszuloben. Das findet jetzt seit 15 Jahren statt. Es ist deswegen wichtig, weil wir manchmal dazu neigen, ehrenamtliche Tätigkeit für selbstverständlich zu nehmen und uns gar nicht bewusst darüber sind, was durch Ehrenamt ermöglicht wird und was es ohne Ehrenamt nicht gäbe. Deswegen finde ich es großartig, dass man bei dieser Gelegenheit seine Wertschätzung und auch seine Dankbarkeit für diejenigen zum Ausdruck bringt, die sich engagieren, selbstlos, ohne Geld und dafür ganz, ganz viel beitragen, dass unser Gemeinwesen so lebenswert, so liebenswürdig ist, wie es eben ist. Und das Schöne am Ehrenamt, was ich immer wieder merke, ist, man gibt was für andere, wird aber auch selber beschenkt. Wir als Düsseldorfer SPD-Ratsfraktion stehen natürlich für die öffentliche Daseinsfürsorge. Aber diese ist ohne ehrenamtliches Engagement, gerade in einer Stadt wie Düsseldorf, natürlich völlig unmöglich. Und vor dem Hintergrund halten wir es also für absolut notwendig, diese Ehrenamtlichkeit auch mal in den Bereich der Öffentlichkeit zu schieben. Und es gibt ganz exzellentes Engagement. Ich glaube, wir haben heute wieder eine gute Auswahl treffen können. Es ist nicht immer einfach, weil viele Kandidaten und Kandidatinnen sind da. Aber ich glaube, wir haben heute wieder das richtige Maß gefunden. Sehr unterschiedliche, von sehr dramatischen Fragen wie Suizid bis hin zu sehr lebensnahen Fragen wie das Jugendzentrum der lesbischen und schwulen Jugendlichen, die sehr aktiv sind, das Bild in der Öffentlichkeit in Düsseldorf mitprägen. Und insofern auch aus unserer Sicht nochmal Dankeschön an alle Ehrenamtlichen. Ohne euch wäre Düsseldorf einfach nicht das, was es ist, nämlich die liebenswerte Stadt, die wir alle gerne haben.